Ich bin der Tanja Kaihan von Rapid, bin ein Rapid-Spieler. An sich auch die Frage, wie fühlt man sich als Rapid-Spieler, wenn man heutigen Tage Violett trägt? Wenn es für den Kindern ist und wenn es recht ist, kein Problem für uns. Sie sehen jetzt hier, wie es den Menschen hier geht. Haben Sie Ahnung gehabt, dass es in Österreich solche Zustände gesetzlich gedeckt auch noch gibt? Ich habe schon mal was gehört, aber wenn man hier ist, hört man einige Sachen, was nicht okay ist und dass Familien abgeschoben werden, die eigentlich nichts dafür können und die was sich eh gut integrieren. Und ich finde das einfach sehr schade. Die Kinder gehen in die Schule und man hört, die werden abgeholt und dürfen dann nicht mehr in die Schule gehen. Ich finde das einfach sehr, sehr unfair. Jetzt Fußball ist ja ein völkerverbindender Sport, man überwindet Grenzen, man kommt in andere Länder. Hier in Österreich gibt es sehr vieles, was sozusagen unter dem Begriff Fremdenangst läuft. Haben Sie eigentlich, wenn Sie im Ausland unterwegs sind, Angst vor Fremde? Ja, ich habe eigentlich keine Angst, weil ich bin da in Österreich aufgewachsen, da geboren und meine Eltern kommen aus der Türkei und zum Glück gab es bei uns nicht solche Probleme, dass wir abgeschoben werden oder so. Und wie gesagt, ich finde das einfach sehr, sehr schade, dass die Kinder in die Schule gehen. Ich habe jetzt mit sehr vielen Kindern hier gesprochen, die können alle sehr gut Deutsch und ich finde das einfach schade, dass denen die Chance genommen wird. Werden Sie über diese Erlebnisse, über die Erfahrungen, die Sie hier gemacht haben, mit Ihrer Mannschaft, mit Ihren Fans, mit Ihrer Umgebung sprechen? Ich werde das bestimmt mit vielen Leuten reden, nicht nur in der Mannschaft. Ich werde das in meiner Familie erzählen und ich hoffe, dass da auch andere Leute mal herkommen und sich das einmal anhören, weil dann denkt man gleich auch anders. Man gleich umdenken. Okay, danke vielmals.